die Machtumverteilung? Wer hat eigentlich Macht, wer etwas macht? Ja, wenn er das tut, was er will. Wer das tut, was er will, hat Macht. Wer etwas tun muss, was er nicht will, ist ohnmächtig. Macht zeigt von Können, Fähigkeit, Vermögen. Ohnmacht besagt, etwas nicht zu vermögen. Haben jene Macht, die Geld haben? Ja, weil sie tun können, was sie wollen und nicht tun müssen, was andere wollen. Wer Geld hat, kann außerdem bestimmen, was andere tun. Was er nicht tun will, kann er andere für Geld tun lassen. Es sei denn, sie haben ebenfalls Geld. Dann verliert Geld seine Bestimmungsmacht. Dann hat Macht, wer etwas macht. Wenn alle Geld haben, muss niemand etwas tun, was er nicht will. Nicht nur Geld macht mächtig, auch Wissen. Wissen ist Macht. Machtlos ist der Unwissende. Macht ist außerdem dort, wo wir hinschauen. Deshalb haben Medien Macht. Sie können zwar nicht bestimmen, dass wir hinschauen, wenn wir aber hinschauen, lenken sie den Blick. Was ändert das bedingungslose Grundeinkommen an den bestehenden Machtverhältnissen? Die Existenzangst verliert an Boden. Existenzangst macht ohnmächtig. Wer mit Existenzangst im Leben steht, ist verführbarer als jener, der sich nicht um sein Überleben kümmern muss. Wessen Existenz gesichert ist, der steht ungleich freier da als jener, dessen Existenz ständig in Frage steht. Wer etwas tun muss, ist gegenüber jemandem, der etwas tun will, nicht gleichermaßen zurechnungsfähig. Handeln aus Not beschränkt die Verantwortlichkeit. Wir können jemanden, der etwas nicht tun wollte, sondern musste, weniger zur Verantwortung ziehen als jemanden, der etwas freiwillig getan hat. Freier Wille macht schuldfähig. Für eine unfreie Tat ist derjenige mitverantwortlich, der die unfreie Situation unterstützt hat. Macht heißt nach Max Weber, seinen Willen gegen den anderen durchsetzen zu können. Das sei nicht Macht, sondern Gewalt, so Hannah Arendt. Macht und Gewalt sind Gegensätze. Wer keine Macht hat, greift zur Gewalt. Gewalt demonstriert Machtlosigkeit. Gewalt ist Fremdbestimmung, Macht ist Selbstbestimmung. Macht begeistert, Macht ermöglicht, Macht lässt andere mitmachen. Macht hat in Zukunft, wer etwas kann, was Maschinen nicht können. Macht hat, wer selbst denkt. Macht hat, wer frei entscheidet. Macht hat, wer nicht muss. Das bedingungslose Grundeinkommen ermächtigt zur Selbstermächtigung. Die Macht wird umverteilt. Sie liegt nun ganz und gar in den Händen des Einzelnen. Also, wir gehen in die zweite Runde. Wie das so ist bei einem Boxmatch. Und es soll hier nun über Macht gehen. Ja? Wir werden versuchen, nicht einfach die erste Runde zu wiederholen. Wir haben uns viele ökonomische Argumente um die Ohren geschlagen. Es ging wieder einmal darum, ist das aus ökonomischer Perspektive finanzierbar, realistisch und so weiter. Ich würde dafür plädieren, dass wir das jetzt ein bisschen hinter uns lassen und uns wirklich mit der Frage auseinandersetzen, die man ja auch durchaus kontrovers diskutieren kann. Wie würde das unsere Gesellschaft verändern? Ist es ein neues Gesellschaftsmodell? Ist es gut für die Demokratie? Ist das schlecht für die Demokratie? Oder ist es eigentlich mehr oder weniger unerheblich und entscheidend sind nur die ökonomischen Aspekte? Ich stelle ganz kurz das Panel vor. Zu meiner Linken Andi Gross, langjähriger SP-Nationalrat, Politologe,
der sich immer sehr intensiv für Fragen der Demokratie nicht nur engagiert hat, als vielreisender Wahlbeobachter beispielsweise, sondern auch über Demokratie und ihr richtiges Verständnis theoretisiert. Und der sagt, es gibt diese schöne Formulierung im Buch zum Grundeinkommen, nicht das Grundeinkommen demokratisiert die Demokratie. Zu meiner Rechten als Kontrahentin Kathi Ricklin, CVP-Nationalrätin, sehr profilierte Bildungspolitikerin, sehr profilierte Europapolitikerin und, wie ich versucht bin zu sagen, eine der letzten Mohikanerinnen der linksliberalen CVP. Nun, vielleicht beginnen wir mit Ihnen. Herr Groß, Sie glauben also daran, dass das Grundeinkommen eine ganz entscheidende Rolle bei der Demokratisierung der Demokratie, also bei der Gründung eigentlich unserer obersten Neugründung unserer obersten staatspolitischen Werte spielen könnte. Können Sie das ausführen? Also ganz entscheidend, darüber kann man reden. Es ist eine Chance für die Demokratie, weil viel mehr Menschen die Zeit und die Kraft hätten, sich zu engagieren. Weil viel mehr Menschen das, was an Machtpotenzial in jedem von uns steckt, da muss diese Macht muss zusammenkommen mit anderen und so können sie zusammen, sind sie fähig, die Macht zu entwickeln, auf die eigenen Lebensumstände Einfluss zu nehmen. Das ist eigentlich das positive demokratische Machtverständnis. Heute sind viele Menschen zu erschöpft nach der Arbeit, zwischen der Arbeit, sich zu engagieren. Sie haben eigentlich die Zeit nicht mehr, was paradox ist, weil es stimmt, dass vorher gesagt wurde, wir arbeiten weniger lang, aber sind zum Beispiel viel erschöpfter nach dieser Arbeit, ob dieser Arbeit. Und es ist eine, das Grundeinkommen wäre ein Beitrag zu einer Befreiung in der Arbeit für eine andere Arbeit, die aber selber gewählt und selber gestaltet wäre. Okay, also Sie sagen, Demokratie braucht Zeit und da konnte das Grundeinkommen helfen. Ich muss mich entschuldigen, ich habe vergessen, die Zwischenrufe vorzustellen. Eingangs mache ich gleich zu meiner Linken selbstverständlich Regula Stempfli, die Sie alle kennen aus den Schweizer Medien, Historikerin, Politikwissenschaftlerin. Und zu meiner Rechten, er hat schon auf der Kontraseite, er war schon unter den Experten, Luca Urgese von der Basler FDP. Ja, gut. Ich spiele Ihnen gleich den Ball zu. Politik braucht Zeit, das wissen wir alle, insbesondere die schweizerische Direktdemokratie. Wir haben ein Beteiligungsproblem, wir haben das Problem, dass Vorlagen komplex sind und so weiter. Kann etwas mehr Muße einen realistischen Beitrag zum besseren Funktionieren der Demokratie leisten? Ich weiß nicht, ob die große Mehrheit sich dann diese Muße nehmen würde, um sich der Politik zu widmen. Politik ist Knochenarbeit, viele komplizierte Dossiers, mühsame Debatten, manchmal auf Gemeindeebene oder auch auf Kantonsebene. Es können ja nicht alle im nationalen Parlament sein, was meistens doch noch ein bisschen spannender ist. Und die Fragen so, dass sie eine große Menge Leute interessieren. Ich bin nicht sicher, ob alle Leute sich jetzt gerade für die Demokratie interessieren. Es wäre ja schön. Und ich bewundere Andi Gross, der dieses Konzept jahrelang selber gelebt hat und überall auch das verbreitet hat in Ländern, die weit weg von Demokratie sind. Aber so wie ich es erlebe, hat es ja viele, die sagen, ich werfe mein Stimmkuvert sowieso gleich weg, wenn ich es erhalte, habe ich manchmal mit großem Entsetzen festgestellt. Und ob jetzt das Grundeinkommen dann bessere Menschen macht, bessere Demokraten, das bezweifle ich. Ja, also vielleicht haben wir hier einfach wieder den Gegensatz der Menschenbilder. Nun möchte ich aber Herrn Groß fragen, es geht ja in politischen Prozessen
einmal unabhängig davon, ob die Leute Zeit haben, das Abstimmungsbüchlein zu lesen oder nicht, es geht um Macht. Ja? Es geht um Machtkämpfe, es geht um Interessenvertretung, es geht in einer Demokratie, wenn man sich Gehör verschaffen will, auch darum, welche Machtmittel hat man, wie viele Leute kann man mobilisieren, welche ökonomische Macht hat man. Deshalb glaube ich, ist es auch gut, dass wir hier die Machtfrage ins Zentrum stellen. Und da könnte man ja sagen, naja, also wenn die Leute ein Grundeinkommen haben und Gewerkschaftskämpfe weniger wichtig werden, vielleicht auch die Lohnarbeit im untersten Einkommenssegment entdramatisiert wird, dann verlieren diese Leute einen Hebel. Haben Sie davor keine Angst? Nein, weil die Elenden, denen es am schlechten geht, das waren noch nie die größten Revolutionäre, weil die sind besetzt von ihrer Not. Um wirklich sich engagieren zu können, muss man auch einen Platz haben. Wenn man besetzt ist von der eigenen Not, von den eigenen Problemen, hat man keinen Raum für den anderen, mit dem anderen zusammenzudenken und sich zu fragen, wie man es anders besser machen könnte. Der Punkt ist Macht. Wir müssen zuerst auch überhaupt sagen, was wir unter Macht verstehen. Weil vorhin haben Sie die negative Definition von Macht gehört, die von Max Weber. Die ist für mich viel näher bei der Gewalt. Macht kann man auch positiv definieren, mit Hannah Arendt zum Beispiel, dass wir zusammen können Macht entwickeln, indem wir miteinander eben mehr Einfluss entwickeln können über die Gestaltung unserer Grundlagen und unseres Umfeldes. Und für diese Entwicklung dessen, was in Ihnen als Potenzial in Ihnen steckt, brauchen Sie Fähigkeiten, Zeit, Kenntnisse, auch Muße, auch zum Beispiel die Fähigkeit, miteinander zu reden, zu diskutieren, weil das ist die Fähigkeit, die Voraussetzung, um zu klüger zu werden, weil die Diskussion ist kein Boxring, wo man einander kaputt macht, sondern man lernt miteinander klüger zu werden. Und da braucht es aber Zeit und braucht es auch eine Freiheit vom Besetztsein, vom Arbeit im Sinn von Lohnarbeit. Und das ist heute, sind die Schweizer, ganz viele Schweizerinnen und Schweizer, sind wie gesagt zu erschöpft. Wir arbeiten so viel, dass wir gar nicht mehr zum Denken kommen, geschweige denn zum entsprechenden Handeln. Und in dem Sinne, gibt uns Grundeinkommen, gibt vielen Zeit zurück, welches eine eindeutige Ermächtigung ihrer Möglichkeiten ist und eine Machtverschiebung von denjenigen, die heute viel haben, zu denjenigen, die heute ganz wenig haben. Also Sie sagen, man muss sich zuerst darüber verständigen, was Macht ist. Und Sie denken, das Grundeinkommen würde einer Demokratie Vorschub leisten, in der es bei Macht um das Erschließen, das Eröffnen von Handlungsmöglichkeiten geht und nicht um den Kampf der einen gegen den anderen. Nein, das ist Gewalt. Oder wenn ich Ihnen etwas antue oder Sie dazu etwas zwinge, was Sie nicht wollen, dann ist das eine Art der Gewaltanwendung. Ich schmäle auch Ihre Lebenschancen, weil Ihre Lebenschancen wären größer, wenn Sie sich selber bestimmen können und nicht von mir etwas aufdrängen lassen müssen, das Sie nicht wollen. Und da dieses vorherrschende negative Machtverständnis ist aber einer der Gründe, weshalb so viele Leute auch sich abwenden von der Politik. Weil zum Beispiel, wenn ich gesagt habe, um ihre eigene mögliche Macht zu entfalten, müssen sie mit anderen zusammenwirken. Wir gehen heute einander aus dem Weg. Wir sind so besetzt, dass wir einander aus dem Weg gehen, eher, dass wir miteinander zusammenkommen. Und damit ist die Machtlosigkeit, die Ohnmacht schon zu Hause angekommen. Ich lasse Frau Rickli gleich antworten. Frau Stempfli hat sich schon länger gemeldet und möchte dazwischen gehen. Wobei ich also sehr mit Andi Gross einige. Ich möchte aber noch etwas anderes in die Runde werfen. Und zwar, Menschen haben heute, 2016, kein Kapital mehr. Sie sind das Kapital. Also für mich ist das bedingungslose Grundeinkommen wirklich auch die Freiheit vom Staat. Und Sie müssen sich diesen Gedanken ganz klar auch setzen lassen. Die Menschen haben heutzutage auch spätestens seit der Finanzkrise, als wir Menschen
bedingungslos für die Großbanken, für den Finanzkapitalismus herhalten mussten, um quasi ein System zu schützen, sind wir zum Kapital geworden. Wir sind es überall, auch als Organspender, Leihmütter und so weiter. Und wir sind natürlich auch das Kapital mit den Daten. Wieso sage ich das zum Grundeinkommen? Es ist ganz wichtig, dass wir das verfassungsmäßig anders denken. Nur ganz schnell, in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung haben die Menschen, die Männer, das allgemeine Wahlrecht gefordert mit dem Slogan «No taxation without representation» – keine Steuern ohne Repräsentation. Und weshalb habe ich Ihnen das über das Wirtschaftssystem und Finanzsystem beschrieben? Macht ist für mich genau dasselbe. Keine Geldwirtschaft ohne Partizipation. Und da wir das Stimmrecht schon haben, brauchen wir auch ein wirtschaftliches Stimmrecht. Deshalb ist das bedingungslose Grundeinkommen ein ganz entscheidender demokratischer Schritt, um dort auch zu partizipieren zu können. Das möchte ich einwerfen. Wie reagieren Sie auf diese Statements? Ja, ich frage mich einfach, welche Macht? Es gibt Macht und Macht. Und im Moment sieht man, dass die Macht ja eher ein bisschen nach rechts schwappt. Und mir fällt ja auch auf, bei unseren Wahlkämpfen hat komischerweise eine gewisse Partei, die ich jetzt hier nicht nennen will, am meisten Elan. Die stellen bei uns, mindestens im Kanton Zürich, am meisten Plakate auf ihre Äcker. Und komischerweise haben die... Irgendwo können die gefangen werden von dieser Macht. Und wenn sie dann ein Grundeinkommen hätten, wären sie vielleicht noch mächtiger. Also ich bin gar nicht so sicher, ob dann die Richtigen dann die Macht erreichen. Und es gab ja auch Systeme, wo alle Leute einen gewissen Lohn hatten oder mindestens keine Sorgen machen mussten um den täglichen Unterhalt. Und diese Regimes sind nicht unbedingt die demokratischsten oder die positivsten. Also ich glaube, der Zusammenhang Grundeinkommen und konstruktive Macht, Demokratie ist nicht unbedingt gegeben. Ja, also das ist ein interessanter Gedanke. Gott sei Dank müssen die SVP-Plakatkleber manchmal noch ins Büro. Ja, genau, sonst hätten wir noch mehr davon. Gut. Das ist das mit dem Plakat ist ganz einfach. Die Bauern haben Grundeigentum. Sie haben viel mehr Grundeigentum als die Angestellten in der Stadt, oder? Und Plakate stecken ist Grundeigentum benutzen. Der Punkt ist, was noch schöner wäre als Beispiel, ist die Plakatflächen in der Stadt. Die kosten Geld. Und das Geld ist auch ein Machtfaktor, das ist klar. Und das ist enorm ungleich verteilt. Und die Schweiz ist das einzige Land in Europa, das kein Gesetz hat, das dieses Geld fair verteilt und aber in Zürich werden sie genau verteilt nach Prozentzahlen, also in der Stadt Zürich. Wenn man Geld hat, kann man aber auch mehr dazu kaufen, oder? Aber was du meinst, sind die Herrschaftsverhältnisse, die ungleiche Machtnutzung. Und die ungleiche Machtverteilung macht Herrschaftsverhältnisse und diese Herrschaftsverhältnisse werden momentan schlimmer, weil viele Menschen eben nicht in der Lage sind, das, was ihnen möglich wäre, an Machtausübung zu nutzen. Weil sie erschöpft sind, weil sie besetzt sind von der Zeit, die sie brauchen für die Erwerbsarbeit. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass dort eine mögliche Verschiebung wäre, indem wir eben Zeit für uns selber gewinnen. Und ich würde, das ist genau die gleiche Diskussion von vorher, ganz viele Menschen würden froh sein, sie könnten sich besser wehren, auch für ihre Interessen mit anderen zusammen. Von daher musst du keine Angst haben, zu viele würden dann diese Zeit irgendwie nicht für ihre demokratischen Möglichkeiten nutzen, weil sie bedauern heute, dass sie es nicht tun können. Sie sind nicht zynisch oder abgelöscht in dem Sinne. Also Sie denken, es würde zu einer Ermächtigung der Machtlosen führen, beispielsweise bei Lohnverhandlungen? Das ist eine viel zu schöne Formulierung, oder? Es ist fast pathetisch, aber es ist der richtige Punkt, haben Sie gemeint. Gut, ja, aber könnte man nicht auch eine etwas dystopischere Prognose haben? Ich kann mir so vorstellen, nicht eines der Argumente ist die Transformation des Arbeitsmarktes, ob man das nun
da eher dazu neigt, dass diese Transformationen dramatisch sein werden, sehr bald, wie das viele Leute tun, oder dazu neigt zu sagen, nein, nein, wir warten einfach ab und das kommt alles nicht so schlimm. Der Standpunkt, der heute Abend hier vertreten wurde, mehrheitlich. Gehen wir davon aus, wir haben diese Transformation. Gehen wir davon aus, wir haben immer signifikantere Teile der Bevölkerung, die sich nicht mehr wirklich produktiv im klassischen Sinne einsetzen lässt. Und dann werden sie parkiert. Dann werden sie parkiert mit 2.500 Franken. Abgefunden. Ja? Abfindung für Irrelevanz. Ist nicht das vielleicht auch etwas, was hinter dem Grundeinkommen stehen könnte? Oder mindestens dahinter stehen könnte, dass das Grundeinkommen in den 60er Jahren, wir haben das vollkommen vergessen, das findet auch in der Schweizer Diskussion überhaupt keine, spielt es überhaupt keine Rolle, aber ich meine, kein geringerer als der republikanische Präsident Richard Nixon hat im Jahr 1969 eine Gesetzesvorlage durch den republikanischen dominierten Kongress durchgebracht, im Senat ist es dann gescheitert, zur Einführung des Grundeinkommens in den Vereinigten Staaten. Aber das wissen Sie also, jetzt. Das wissen Sie aber jetzt. Wollen Sie wirklich im Boot mit Nixon sein? Nein, nein, aber jetzt, wenn Sie jetzt zugehört haben, die Diskussion bisher ist immer ganz klar geworden, der Reagan war von Friedman inspiriert und der wollte die Sozialleistungen abschaffen und das Lohneinkommen ersetzen. Und das ist eine Position, die heute niemand hier vertreten hat. Wir sind in der Tradition von Thomas Morus, der vor 500 Jahren in seiner Utopia schon gesagt hat, jedes Existenz ist garantiert. Und der Tom Paine, wenn schon ein Amerikaner, dann den Tom Paine, oder? Der ist derjenige, der gesagt hat, wir können uns auch ohne Könige regieren, wir brauchen keine Könige. Der hat gesagt, wenn die Menschenrechte ernst genommen werden, muss die Existenz garantiert sein, weil sonst ist das Menschenrecht ein Privileg jener, welche sich selber die Existenz garantieren können. Und das ist unsere Tradition. Und zweitens, Sie haben in Ihrer Frage unterstellt, dass die Relevanz von der Arbeit kommt. Und für uns zwei stimmt das. Wir sind aber enorm privilegierte Menschen, die in ihrer Arbeit aufgehen, sich verwirklichen können. Aber das ist heute eine Minderheit. Und wenn alle solche Arbeit hätten, dann wäre die Diskussion vielleicht weniger nötig. Aber diese Art von Arbeit, das ist die These auch von Robert Reich heute im Tagesanzeiger, die wird immer geringer werden. Und es stimmt schon, was Herr Minch gesagt hat, es wird andere Arbeit ersetzt werden, aber die Entlöhnung dieser anderen Arbeit und die Sinnhaftigkeit dieser anderen Arbeit, die wird massiv abnehmen. Deshalb muss man es kompensieren mit einer Grundsicherung. Mhm. Ja, also um nur noch ganz kurz nachzufassen, das ist nämlich schon klar, dass Sie nicht an Milton Friedman, der übrigens mit der negativen Einkommensteuer auch einer der großen Pioniere eines solchen Finanzierungsmodells ist, anknüpfen, sondern eben an Morus und Paine und die größten Gründerfiguren, ja, eigentlich der bürgerlichen Welt, kann man hierzu auch noch sagen. Aber ist das nicht eine Gefahr? Ist das nicht eine Gefahr, dass man die Leute parkiert? Dass das am Ende dabei herauskommen wird? Sie müssen, also mein Vater hat immer gesagt, nur die Dummen meinen, die anderen seien noch dümmer. Also, wieso sollen es, glauben Sie, die Menschen lassen sich einfach parkieren? Und dann noch im Parkverbot oder was? Nein. Gut. Ja. Also es ist ja nicht eine Frage der Dummheit, sondern ich glaube, es ist ein anderes Menschenbild. Und wenn Sie allen Menschen 2.500 Franken pro Monat geben. Eben, die einen nutzen es auf diese Art, auf die anderen anders. Aber es ist schon so, sie beruhigen die. Das kommt mir ein bisschen vor wie Brot und Spiele. Also sie geben ihnen Brot, dann sind sie zufrieden, die können dann auch spielen. Heute gibt es genügend Spiele, die man auch noch machen kann. Oder eben, ja, Sachen, die wir finden nie nicht so lustig. Aber es gibt viele Leute, die finden das wunderbar. Man muss einmal am Sonntag oder am Samstag mal schauen, was der große Teil der Bevölkerung macht. Die sind nicht wie Sie im Theater. Die sind irgendwo und schauen, wo läuft etwas ab oder wo kann ich vielleicht noch etwas loslassen oder irgendwie mich speziell vergnügen. Also die sind einfach anders
ja, veranlagt. Ich glaube, dieses Idealbild von Menschen, das ist immer, und zwar immer ein kleiner Teil, der sich um Demokratie, um Literatur, um Kunst, um Wissenschaft gekümmert hat. Und die große Menge, ich meine, das sieht man ja dann im Publikum. Ich mache eine Wette, dass etwa 20% am Schluss Ja sagen zu diesem bedingungslosen Grundeinkommen. Hier im Saal dürften wahrscheinlich die Leute, die Nein stimmen, vielleicht 10% sein und 90% werden Ja stimmen. Das war übrigens auch an dieser Radiosendung, an der ich teilnehmen konnte, Forum so. Die alle Zuhörer, die telefoniert haben, waren dafür. Ich weiß nicht, wo die übrigen sind, aber die haben schon lange irgendwo sich verabschiedet und gesagt, die Spinner, die sollen nur selber jetzt mit diesem Modell sich rumschlagen, wir stimmen dann nein, oder? Also, darf ich schnell was sagen? Also, es geht ja um die Machtfrage. Und also, das mit dem, unterschätzen Sie nie die Menschen. Ich weiß nicht, woher dass Sie das nehmen. Also, dieses, auch die Wortwahl, parkieren und was auch immer. Also, unterschätzen Sie die Menschen nie. Die Menschen sind viel, viel mehr als das, was Sie vielleicht denken oder was die Medien erzählen. Das sind wir. Und ich stehe auf den Schultern von Gigantinnen. Ich stehe auf den Schultern von Menschen mit Menstruationshintergrund, mit Migrationshintergrund und so weiter, die eine Welt gedacht haben, eine Welt als Menschen gedacht haben, ein bedingungsloses Menschsein, als das überhaupt nie jemandem in den Sinn gekommen wäre. Deshalb denke ich, was ist so schwierig dran? Ein bedingungsloses Menschsein mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Die Bedingungslosigkeit ist ja das Wichtige. Eben diese Würde, nicht von Bedingungen abzuhängen, sowohl Freiheit vom Staat zu leben, als auch Freiheit zum Staat. Weil im Verfassungsartikel steht nämlich auch drin, es muss so hoch sein, deshalb finde ich immer diese 2500 Franken eine blöde Zahl, es muss so hoch sein, dass es die Partizipation an der Öffentlichkeit ermöglicht. Also es geht tatsächlich darum, anders, unser Wirtschaftssystem ganz anders zu denken. Und es hat schon im Kopf auch revolutionäre Wirkungen. Und vielleicht das mögen Sie nicht. Herr Pergas, darf ich? Darf ich gerade anschließen? Ja, gerne. Also, ich bin manchmal schon erstaunt. Also, wenn ich hier zuhöre, habe ich das Gefühl, wir leben hier in einem Land von Unterdrückten. Und wenn wir denen allen ein bedingungsloses Grundeinkommen geben, dann haben wir jetzt plötzlich einen massiven Linksrutsch und die politischen Entscheidungen fallen plötzlich alle ganz anders aus. Sie dürfen politische Position, das ist auch etwas vom Grundeinkommen. Da sage ich nichts mehr. Aber nicht mit dem Links, dass alle Menschen links. Es geht weder um links, um rechts. Es geht ums bedingungslose Menschsein. Nein, aber als ich hier groß vorhin zugehört habe, oder? Da hat es quasi getönt, gebt den Menschen mehr Macht, damit sie sich politisch dann einbringen können und plötzlich fallen dann die Entscheide plötzlich anders aus. So hat es getönt, dass ich Herrn Groß vorher zugehört habe. Und ich denke, schauen wir uns doch dieses politische System an. Wenn das tatsächlich der Realität entsprechen würde, hätten wir dann wirklich eine AHV. Wer hat denn die AHV durchgesetzt? Die vereinte Kraft der Arbeitnehmer, oder? Also es ist doch nicht so, dass die Wirtschaft völlig unabhängig ist von den Arbeitnehmern. Wir haben hier Herr Scheurer vom VPOD. Sie können mir als Grossrat glauben, wenn der VPOD eine Devise ausgibt, dann gibt es kurze Teile im Großen Rat, die bekommen das Bein schlottern, oder? Also hier gibt es durchaus eine Macht bei den Arbeitnehmern, die sollten sich nicht unter Wert verkaufen. Die Macht, die ist durchaus vorhanden. Also Herr Gese, wenn die AHV ist ein gutes Beispiel, oder? Da hat man 1868 damit begonnen und 1948 ist sie dann eingeführt worden. Wir sind jetzt heute 1868 bei der AHV für alle, weil die AHV wurde genauso bekämpft wie heute das Grundeinkommen. Wieso sollen die ab 65 oder ab 63 staatliche Rente bekommen? Aber die Kathi hat drei Dinge gesagt, auf die ich gerne eingehen möchte. 20% wäre übrigens schon gut. Dafür musst du aber auch Ja stimmen, damit es 20% sind. Und zweitens, das, was du gesagt hast, was du siehst in der Innenstadt von Zürich, was die Leute so tun am Samstagabend. Das Paradoxe ist eben genau, dass die Sinnentleertheit der Arbeit vielen auch die Freizeit bestimmt, oder? Die Art, wie die Freizeit benutzt wird, entspricht viel mehr der wesentlichen Arbeitsartigkeit sozusagen. Die Leute springen nicht aus in die andere Welt, sondern sie bleiben in dieser mechanisierten, wir würden sagen, fremdbestimmten Welt. Und drittens,
Du hast mich versucht, so auf die ideale Schiene, er hat es versucht mit dem Sozialismus und so, dabei, ich habe von der Demokratie gesprochen, Sie können sicher sein, die Freisinnigen würden auch stärker, weil viel mehr Leute freisinnig wählen würden, wenn sie mehr studieren könnten. Besser. Aber der Punkt ist, jetzt habe ich den Fall, der Punkt ist, die Potenziale, du hast mich versucht, auf die Idealistin abzuschieben, oder? Zum Realistischen gehört auch, was in der Gegenwart an Möglichkeiten steckt, im Interesse von uns allen, das aber geboren werden muss. Und an diesem Prozess des Gebärenwerdens sind wir. Und das darfst du nicht als Ideal einfach abtun, weil das gehört auch zur Wirklichkeit, was in Möglichkeit von einer besseren Wirklichkeit in der heutigen Wirklichkeit drinsteht. Ja, also ich glaube, das ist schon ein interessanter Punkt bezüglich der Machtfrage. Die Frage immer, ist nun das Grundeinkommen ein linkes oder ein rechtes Projekt? Wenn man es historisch ansieht, dann ist das wirklich weder das eine noch das andere. Also das ist einfach die historische Evidenz und es gab auch immer Versuche, das Grundeinkommen einzuführen, um den Sozialstaat abzubauen. Nämlich dann, wenn es sehr tief ist. Ja? Dann kann man auch Geld sparen. Also ich denke, die Frage ist zunächst einmal, links, rechts, vielleicht einfach eine Frage der Höhe. Und dann ja schon auch eine Frage, die zu tun hat mit dem Menschenbild, die Herr, zu tun hat mit der Frage, wie reagiert man auf Anreizstrukturen. Herr Binswanger, Sie haben das am Samstag in Ihrer Kolumne schon geschrieben, aber es ist deshalb nicht wahr, was meiner Meinung nach. Also, wenn Sie den Thomas Morus nehmen, der hat vor 500 Jahren ein Büchlein geschrieben, wo er auch die Gattung Utopie definiert hat, oder? Und dort steckt das drin. Und links und rechts ist letztlich einfach, werden die Herrschaftsverhältnisse abgebaut, das heißt die Fremdbestimmung abgebaut, oder wird die Fremdbestimmung nimmt zu. Das ist eine bessere Definition als links und rechts. Und das Grundeigentum ist ein Beitrag zum Abbau von Fremdbestimmung. Mhm. Und in dem Sinne ist ein emanzipativer, ein progressiver Vorschlag. Okay. Aber Sie würden mir recht geben, dass der Abbau von Fremdbestimmung schon auch korreliert ist mit der Höhe. Ja, sicher, aber Herr Binswanger, darf ich nur ganz schnell was Realistisches sagen? Wenn wir schon, ausgerechnet ich, wenn wir schon unter neoliberalen Bedingungen leben, dann muss ich sagen, also mit Anita Fetz, dann lebe ich den Neoliberalismus lieber mit einem bedingungslosen, garantierten Grundeinkommen als ohne. Also das wäre dann das Argument, so umgedreht. Oder? Und noch schnell etwas zur AHV. Das regt mich wirklich zu Tode auf in der Schweiz, dass die AHV eben so als Sozialleistung und Sozialwert, das wurde massiv hart erkämpft. Und es baut auf der Militärersatzordnung auf, weil es wurde nämlich genau dasselbe Bezahlungsmodell genommen, das sie im Zweiten Weltkrieg für den Ernährer eingeführt haben, damit nicht wie im Ersten Weltkrieg im Anschluss einen Generalstreik gibt. Also so viel politische Geschichte muss sein in der Schweiz. Sehr viel, auch das Frauenstimmrecht beispielsweise, ist mit dem Militär zusammengekoppelt. Und wie gesagt, die AHV ist zum Teil auch eine Zwangsfinanzierung. Also wie gesagt, das sind alles so Argumente, die nicht dagegen sprechen, die nur von Leuten geäußert werden, die eben die Macht, die das bedingungslose Grundeinkommen auf ganz viele Schultern verteilt, die mit dem nicht leben können. Die mit einer inszenierten politischen direkten Demokratie sehr wohl leben können, aber mit einer tatsächlichen Demokratie, also einer Freiheit vom und zum Staat, nicht leben wollen. Ja. Haben Sie Angst vor dem bedingungslosen Grundeinkommen, weil Sie Angst haben vor befreiten Bürgern? Aber Entschuldigung, das ist doch keine Freiheit vom Staat, sondern das ist der Weg in die direkte Abhängigkeit vom Staat. Sie beziehen künftig, jeder bezieht künftig 2005, lassen Sie mich ausreden bitte. Sie beziehen künftig 2005, jeder bezieht 2500 Franken vom Staat und ist somit direkt Empfänger von einer Staatsrente. Also erzählen Sie mir doch nichts von einer Freiheit vom Staat. Das ist unser Geld. Das ist Ihr und mein Geld. Wir geben einander 2500 Franken. Ich weiß nicht, welches Staatsverständnis Gut. Sie haben. Jetzt versuche ich die Diskussion wieder ins Zentrum zu stellen. Frau Recklin. Frau Stempfli, müssen wir natürlich noch fragen, wer bezahlt das am Schluss? Ich meine, Geld, der Helikoptergeld, das ist ein Modell, der gewisser
Superökonomen oder irgendwo muss ja das Geld noch herkommen. Und irgendjemand muss ja auch noch arbeiten in unserer Gesellschaft. Und er muss auch noch arbeiten am Schluss, vielleicht am Samstagabend. Und er muss die unangenehme Arbeit machen und zu Zeiten, wo wir vielleicht lieber in den Ausgang gehen. Und das haben wir da bis jetzt eigentlich finanziert, indem wir den Leuten immerhin einen anständigen oder ein bisschen höheren Lohn gegeben hat. Und irgendwer sollte ja arbeiten. Es können ja nicht nur alle Demokratieprojekte ausdenken und schauen, wie können wir die Macht untereinander verteilen. Also das Modell geht einfach nicht auf. Herr Ugese, die Freiheit ist viel mehr als das Verhältnis zum Staat. Die Freiheit ist die Fähigkeit, miteinander auf unser Leben Einfluss zu nehmen. Wir haben einen viel umfassenden Freiheitsbegriff. Diese Rente bezahlt die Gesellschaft sich selber. Der Staat ist nur ein Mittelsmann, der eventuell etwas organisiert. Mit dem Staat oder Abhängigkeit vom Staat hat das nichts zu tun. Und da müssen Sie vielleicht sich lösen von Ihrer alten Slogan, mehr Freiheit, weniger Staat. Es braucht auch zum Teil den Staat, genau um diese Freiheit für alle abzusichern. Sie haben doch vorher von der gewaltfreien Macht gesprochen, oder? Also wir müssen die Macht von der Gewalt lösen. Macht ist am Ende immer irgendeine Form von Gewalt. Wenn Sie sich überlegen, wie Sie dieses bedingungslose Grundeinkommen finanzieren wollen, irgendjemandem müssen Sie Geld wegnehmen. Und wenn er es nicht freiwillig hergibt, nehmen Sie es ihm mit Zwang. Nein, mit einem Gesetz. Und was ist das Gesetz? Das Gesetz ist doch festgeschriebener Zwang. Wenn Sie sich nicht daran halten, kommt die Zwangsvollzugsbehörde. Nein. Wir müssen unbedingt wieder zusammenkommen, dass wir das klären können. Macht ist nicht Gewalt. Demokratische Macht ist nicht Gewalt. Macht ist am Schluss immer eine Form von Gewalt. Nein, nein. Da sind Sie genauso blind wie vorher beim Menschenbild. Okay, gut. Das ist eine fundamentale philosophische Frage. Warum ist das so? Okay. Das mache ich sehr gerne, oder? Weil Herr Groß hat vorher von demokratischen Prozessen gesprochen, oder? Man muss möglichst viele oder alle an der Macht beteiligen. Aber am Schluss gibt es irgendeine Form einer Entscheidung und die wird, weil wir nie alle 100% einer Meinung sind, immer eine Mehrheitsentscheidung sein. Das heißt, eine Mehrheit wird einer Minderheit ihren Willen aufzwingen. Das wird am Schluss immer so sein in einer Demokratie. Und am Schluss müssen Sie das in irgendeiner Form durchsetzen. Und wie setzen Sie das durch? Mit Zwang. Aber am Ende der Auseinandersetzung steht eine Entscheidung. Wir können 3 Stunden lang diskutieren und uns miteinander auseinandersetzen, aber irgendwann müssen wir die Entscheidung treffen. Irgendwann entscheiden wir uns. Gut. Also ich glaube, das ist ein total zentraler Punkt. Ich weiß nicht, es gibt offenbar das Bedürfnis, wir kommen etwas ans Ende. Ich möchte noch einmal etwas näher jetzt von der philosophischen Ebene etwas herunter, etwas näher an die Machtverhältnisse in unserem Lande. Denn es wurde schon verschiedentlich angesprochen, es gibt in der Kunstgeschichte ja den schönen Begriff der helvetischen Stilverspätung. Die Schweizer sind immer verspätet, historisch. Sie waren wahnsinnig verspätet bei der AHV, sie waren wahnsinnig verspätet beim Krankenkassenobligatorium. Vom Frauenstimmrecht reden wir gar nicht. Also wir sind eigentlich das sozialpolitische Schlusslicht der Welt oder mindestens Europas. Ja, der westlichen Welt, naja, die Amerikaner brauchten bei der Krankenkasse etwas länger, immerhin. Aber jetzt wird hier etwas diskutiert, was überall am Brodeln ist, ob es kommen wird oder nicht, ob es die Zukunft sein wird oder nicht. Darüber gehen die Meinungen auseinander. However, wir sind absolute Avantgarde. Für einmal. Weshalb eigentlich? Wie erklärt sich das? Das ist ganz einfach, weil wir bei uns waren wir schon einmal nicht das Schlusslicht, sondern die Avantgarde. Bei 1848 haben die Liberalen die einzig gelungene bürgerliche Revolution, übrigens auch dank Europa, weil wenn die Österreicher und die Tschechen und die Ungarn Metternich nicht beschäftigt hätten militärisch, hätte der den Konservativen geholfen und die Liberalen hätten verloren. Das müssen wir auch mal eingehen. Klar, aber das war die Sozialpolitik. Und zweitens, und 20 Jahre später
haben jene, welche eben sich im Parlament nicht vertreten fühlten, weil die Liberalen haben sich vor allem mit dem Eisenbahnbau, der Kapitalbedarf ging hoch, die Bauern verdienten weniger, mussten aber mehr bezahlen für den Ertrag, haben gesagt, die kümmern nicht uns um uns, wir müssen selber zusätzlich zur Wahl Instrumente haben, wo wir die zwingen können, um auf unsere Bedürfnisse, auf unsere Not Rücksicht zu nehmen. Und deshalb ist im 19. Jahrhundert sind weitergehende Instrumente wie das Volksinitiativrecht erkämpft worden. Weil die Liberalen zum Beispiel haben gesagt, die Sache des Volkes ist so wichtig, dass man sie nicht dem Volk überlassen darf. Und das hat das Volk nicht akzeptiert und bis heute nicht. Oder? Und deshalb ist die Schweiz das einzige Land, wo man mit 100.000 Unterschriften, und das ist genau der Punkt, die Gesellschaft zu einer Diskussion zwingen kann, die sie eventuell gar nicht möchte. Aber das ist das Recht dieser Initianten. Und deshalb ist heute eine Diskussion über eine Utopie möglich, das in anderen Orten übrigens auch ein Bedürfnis wäre. Aber die Leute haben noch nicht das Instrument, ihre Gesellschaft dazu zu zwingen. Frau Recken, teilen Sie diese Analyse? Also ich finde die Diskussion interessant. Ich frage mich einfach, ob man eben alle solche spannenden Themen unbedingt gerade in einer Volksabstimmung dann entscheiden muss, weil das Resultat wird wahrscheinlich niederschmetternd sein, aber die Debatte haben wir geführt und es sind auch nicht alle Volksinitiativen so fundiert und philosophisch überlegt, wenn ich an die Hornkuh-Initiative denke, über die wir dann bald einmal auch noch abstimmen dürfen, dann ist das irgendwo... Das Instrument ist allen überlassen, aber man kann auch am Schluss auch die Demokratie beinahe zu Tode führen, wenn man zu viele Initiativen bringt, die dann am Schluss zu utopisch sind oder natürlich auch eben, es kommen, leider sind dann die von rechts immer die erfolgreicheren und das schmerzt mich auch immer und diese Initiative wird eben sehr wenig Chancen haben. Aber die Debatte hier ist spannend, ja, sonst wären sie nicht gekommen. Und ein Szenario à la Armeeabschaffung halten Sie für ausgeschlossen? Das sieht jetzt im Moment ja auch wieder, der Trend geht völlig in die andere Richtung und ich glaube, jetzt im Moment müssen wir einfach ein bisschen den Kopf runterhalten und schauen, dass wieder bessere Zeiten kommen. Sie... Wollen Sie falsch entscheiden? Sie sind ein Veteran schon der Armeeabschaffung. Wie sehen Sie da die Kontinuitäten? Nein, Kathi Riecklin hat recht gehabt, 20% wären schon gut. Deshalb muss sie auch noch zustimmen, damit es 20% werden. Sie wird das auch, oder? Weil sie auch merkt, dass je besser das Resultat, umso besser die Zukunft. Aber... Aber für 36% muss man anders arbeiten. Das ist das Paradox. Weil wir haben 10 Jahre lang mit 2 Millionen Menschen angesprochen in 10 Jahren. Und das ist eine kommunikative Leistung gewesen, die seither so nicht mehr möglich war. Und es ist auch einfacher gewesen bei der Armee, weil viel mehr Menschen wussten, was wir machen wollten. Vor allem die Männer, denen konnte man die Sache nicht besser machen, als sie war, oder? Von daher kann man es nicht vergleichen und die Möglichkeiten für diese Initiative sind viel schwieriger. Aber mit 20% wäre das schon ein gutes Ergebnis. Ja, aber Sie sagen, es braucht 10 Jahre. Also so in 8 Jahren sehen wir uns dann wieder. Nein, bei der AHV habe ich gesagt 100 Jahre. Nein, aber jetzt das bei der Armeeabschaffung, nicht? Sie sagen, wir waren erfolgreicher, weil wir hatten sehr viel mehr Vorlauf. Nein, wir haben uns 10 Jahre lang, diese 10 Jahre voll in die Auseinandersetzung mit den Schweizerinnen und Schweizer investiert, oder? Wir kamen nicht auf die Titel, doch, aber es ist nicht so wichtig. Aber der Punkt ist, diese Initiative, die muss man noch einige Male wiederholen und sie wird immer besser werden, weil das, was jetzt diskutiert und gelernt wird, wird in die nächste Initiative eingehen. Das ist der Fortschritt, oder? Aber man muss noch einige Anläufe machen und dann wird der Moment kommen, wo die CVP im Parlament sagt, jetzt sei die Zeit reif und jetzt machen wir die Mehrheit für das Grundeinkommen. Wunderbar. Ich würde sagen, mit diesem versöhnlichen Statement beschließen wir die zweite Runde. Herzlichen Dank.